Hallo zusammen. Hallo. Wir stehen hier in Freiburg. Genau, am wärmsten Punkt Deutschlands. Und das merkt man auch, denn hier ist es richtig heiß. Hat schon in der Früh über 20 Grad und ist im Ende September. Ja, weil aber wir haben heute nämlich den 28. September. Und wir sind hier bis zum 1. Oktober. Genau. Und warum? Wo stehen wir? Wir stehen vor der Messe Caravan Live Freiburg. Und da gehen wir jetzt mit euch rein und nach dem Intro gehen wir gleich los. Ja. Neben dem großen Außenbereich, der schon hinter uns liegt, hinter der Kasse sind wir schon. Ja. Es sind noch 4 Hallen da und da werden Fahrzeuge gezeigt, auch Wohnwagen, Wohnmobile und dann natürlich sehr viel Zubehör. Und wir laufen jetzt einfach mal durch die Hallen durch und zeigen euch ein paar Impressionen. Und jetzt sind wir bei der Gretchenfrage. Pilote oder Pilot? Oh, keine Ahnung, ja. Das wissen wir eigentlich nie ganz genau, wie sich's ausspricht. Also, das, was ich gehört habe bis jetzt, heißt Pilote. Ja. Aber ich würde jetzt rein gefühlsmäßig würde ich mal sagen Pilot. Aber ist das hier ein Franzose? Eben, das ist ein Franzose und ich glaube, die sagen alle Pilote zu ihm. Ja, also. Also wir wissen nicht, wie er ausgesprochen wird, aber wir schauen ihn uns an. Ja. Unaussprechliche Wohnmobil. Ja. Aber hat auch eine kleine Haube vorne. Das haben wir ja schon mal am Caravan-Salon vorgestellt, dass uns das ganz gut gefällt. Wenn der auf Mercedes ist. Wissen wir nicht, ob er auf Mercedes ist. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Die Haube auf jeden Fall vorne schaut schon mal ganz gut aus. So, das Fahrzeug, also der hat 180 PS, also den großen Fiat-Motor und ist 7,89 Meter lang, also die Länge ist ja schon mal ganz gut. Und der Preis ist wirklich moderat mit 118.000 Euro. Kann man nichts sagen. Von der Verarbeitung kann man natürlich gar nichts sagen. Alte Heizung ist das schon inklusive. Und so macht er einen guten Eindruck. Jetzt ist er leer, dann können wir rein. Also, ja? Schreite mal voran. Allerdings ist es nicht ist kein Mercedes Sprinter, gell? Nein. Sieht man sehr nach Kunstleder aus. Ja, ja, klar. Denke ich auch. Ist ja kalt. Was bedeutet Kunstleder, Ossi? Gefällt mir nicht so. Und nicht nur gefallen? Außerdem finde ich im Sommer, wenn es heiß ist, schwitzt man so. Das wollte ich sagen. Ja, und das ist nicht so ganz unseres. Aber ich gehe davon aus, das gibt es auch in ganz andere Bezüge. Aber hier ist Face-to-Face, ja. Diesem Modell. Also für den, der auf Face-to-Face steht, ist es ein Preis, ein großzügiges Wohnmobil mit einem zu einem moderaten Preis. Ja, okay. Also da kann ich jetzt das Mixer zusammen, müsste man ja auch die Ausstattung und alles genau, was ich anschaue. 4 Ducato und die Rückfahrkamera separat, was ich für sehr gut finde. So, dann können wir mal hinterschauen. Und da sehen wir eine schöne Dusche. Jawohl. Und Seifenablage? Ja, ist auch da, ist zwar etwas sehr mager, aber sie ist vorhanden. Ja, vor allen Dingen die Dusche ist schön groß, finde ich. Dachfenster. Finde ich jetzt. Schlafbereich macht auch einen guten Eindruck. Ja. Also wir schauen das jetzt nicht detailliert an, Fahrzeug, nur mal ein kleiner Blick rein. Ja, weil. Lohnt sich, sich näher damit auseinanderzusetzen? Ja, jetzt hier, wie sieht es da aus? Die ist großzügig, die Toilette. Mhm. Ein bisschen karg bestückt mit Schränken. Ja, ich würde sagen, das sind auch nicht weniger als bei uns. Wir haben den großen Seitenschrank, deswegen. Also schöne Heckgarage hat er. Und was das ganz Tolle ist, das geht ganz auf. Mehr als 90 Grad, die können das von Pilone her. Ja? Es gibt andere Hersteller, die können es nicht. Ja?
eine sehr große Garage, da ja, kriegt man eigentlich sehr auch schön viel unter. Und natürlich auf beiden Seiten Öffnungen, kann man jetzt auch von beiden Seiten zugehen. Wunderbar. So, jetzt sind wir hier in der Halle 1. Und heute ist noch sehr wenig Betrieb, das ja, ist der erste Tag. Ja, ist ja gerade Eröffnung jetzt. Ja. Wir erwarten natürlich Freitag, Samstag, Sonntag, dass deutlich mehr kommt. Aber für uns natürlich eine gute Gelegenheit, einmal da durchzulaufen. Ja, genau, jetzt ist noch nicht ganz so viel los und da haben wir die beste Möglichkeit dazu. So, und jetzt geht es weiter zur Halle 2. Das ist ja süß. Passt in jedes Auto. Für, und in jedes Wohnmobil sowieso. So, und da sieht man schon Mercedes-Stand. Cara Kompakt Edition. Ursi, ein Mercedes. Okay, wenn er die richtige Größe für uns hat, kann man ja mal gucken gehen, was, oder? Was ich vorgeschaut habe, hat er es nicht. Aber wir schauen trotzdem mal rein, oder? Ah ja, gucken wir mal. Beim Knäuschen, da ist das Knäuschen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, hat er überhaupt einen voll integrierter? Ich kenne mich da nicht aus. Ist gut. Ich bin kein Knausexperte, also die Garage ist nicht sonderlich groß. Ein wenig schmal halt. Ja, ein Weinsberg ist das, Weinsberg Edition, schau mal. Da kommt der Pepper her. Da drüben ist der und das ist der Knaus. Knaus Platinum. Und da sieht man die Mercedes-Haube. Da siehst du, wie groß die ist im Original. Und da kannst du dir vorstellen, wenn das Wohnmobil bis ganz nach vorne gebaut ist, ja, und flach runterfällt, wie weit der Weg ist bis zur Frontscheibe. Das ist sogar Pepper. Und kostet 99.000 Euro. Mal ausnutzt alles. Aber halt keine separate Dusche, Ursi. Naja, die ist ja auch, glaube ich, kürzer. Ja, ja, deutlich. Aber das ist schön groß. Und das sind, ja. Jetzt gibt es sogar noch einen Blick ins Bad. Ja, genau, das ist groß. Aber die und Dusche, Ursi. Ja, schau, das schiebt man, kann man da dann rüberschieben. Und dann ist es groß, macht man zu. Also. Kein Hindernis, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Wie das mit einer Polster ist, mit dem Genähten. Ob das nicht mit der Zeit reißt, das ist genäht, wenn man da immer rein und rausrutscht. Ja, das ist Kunstleder da an der Seite. Ja, das ist Kunstleder und mit Stoff. Und wenn das hier, das kann schon reißen. Also ich weiß es nicht. Der Tisch ist auf jeden Fall sehr groß und ausklappbar, so wie es aussieht. Ja, kann man so rausziehen, wie man unseren rauszieht. Und da ist das Mercedes Cockpit. Also auch kein schlechtes Fahrzeug. Nein. Hat alles, was man eigentlich braucht. Ja, genau. Ursi, kannst du dich noch erinnern? Ich wollte gerade sagen, James Cook, da kommen Erinnerungen. Schöne Erinnerungen. Ja, war eine tolle Zeit. Allerdings hat er nur wegen anders ausgeschaut, als der neue jetzt ausschaut. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Genau. Hat auch vorne die große Motorhaube. Also das ist jetzt der Sonderpreis. Normalerweise ist der wahrscheinlich billiger. Helle macht Späßle. Ja, die Preise bei den Kastenwagen haben ordentlich zugelegt. Ja, da kann man Geld lassen. Ja. Der hat hinten Slide-Out. Ja. Was natürlich, wenn man irgendwo an einem einsamen Parkplatz steht,
eine tolle Sache ist, ja, weil dann sieht man gleich, wo die Leute schlafen. Und Fenster gibt es natürlich auch ganz, doch da hinten am Kopf. Am Kopf gibt es ein Fenster. Ja. Vergrößert halt man natürlich von innen. Wir hatten ja oben die, ja, die Haube. Also wir mussten hochklettern, ja. Also Rollerteam ist eigentlich kein schlechtes Fahrzeug und hat einen, würde man sagen, sehr moderaten Preis, 75.000. Und wenn man sich die Heckgarage anschaut, da sagt man nur wow. Was sie? Schon mal her, mit Zugang von außen, von innen. Ah ja. Das ist aber extrem praktisch. Also. Ja, die ist sehr groß, die Garage. Da kann man einiges unterbringen und mit Zugang zum Wohnbereich. Ja. Da schauen wir rein, was sie. Sollten wir uns mal von innen anschauen, ja. Ja, also. Zwei Menschen, eine Meinung. Ja, allerdings wäre der uns jetzt natürlich wieder zu hoch. 3,20 Meter. 3,20 Meter ist zu hoch, aber das ist natürlich hier wegen dem Alkoven. Ja, Alkoven ist so nicht unser Ding, weil das auch vom Spritverbrauch natürlich etwas erhöht ist. Außerdem müsste der Helle dann immer ins Bett hochklettern. Und das macht er nicht. Aber jetzt schauen wir es uns mal ein bisschen an. Ja. So, Ossi, Eindruck? Ja. Der erste Eindruck ist nicht schlecht, ist sehr hell. Also sehr freundlich, kommt im ersten Moment sehr gut rüber, finde ich gut. Übrigens. Also die Sitzgruppe ist da schon mal integriert in den S-Bereich, gibt es von Rollerteam auch anders. Und jetzt hat die Ossi gesagt, das schaut schon mal nicht schlecht aus. Das Bad finde ich gar nicht mal so übel. Das ist nämlich sehr groß. Ja, und die Dusche ist zwar im Bad drinnen, ja, aber das macht aber ja die nichts. Sieht ziemlich separat aus. Also die ist ja auch separat total im Prinzip. Ja. Also ich finde es gut. Ja. Also mir gefällt's. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal meinen Rucksack ausziehen. Ja, genau, sonst kriegst du nämlich wieder Schimpfe, weil man nämlich mit Rucksack nicht in Fahrzeuge gehen soll. Jetzt kommt der Beweis. Ohne Rucksack. Und er stellt es auch nicht auf die Polster, nicht, nein, dass wir schuld sind, wenn er das Polster schon verdreckt ist, gell? Ja, also, genau. Wir benehmen uns schon anständig. Ja, auf jeden Fall geben wir uns Mühe. So, und das Bett? Ja. Der Zugang zur Garage ist also praktisch, wenn ich jetzt da runter schaue und dann geht es da hoch und da irgendwann. Da gibt es halt eine Leiter, das ist ganz klar. Also hier, da ist kein Schrank, sondern da ist ja die Dusche dahinter. Das ist aber ganz der Zugang, klar. Machen wir das Garagentor auf, bitte. So. Boah, das ist doch super, oder? Ja, das hat was. Jetzt muss ich mal schauen. Also, das ist ein Gimmick, wo ich sagen kann, Das ist wirklich eine tolle Lösung nur. Allerdings ist halt das Bett ziemlich hoch, ne? Ja, da muss man halt auch mit Leiter hochklettern, wie es aussieht. Da gibt es eine Leiter. Ah ja, doch, da ist ein Schrank, ein Kleiderschrank. Da ist eine Kleiderstange drin. Und für denjenigen, der uns mal geschrieben hat, bloß weil eine Kleiderstange drin ist, ist noch lang kein Kleiderschrank. Das hier ist ein Kleiderschrank. Genau. Oder ein Mäntelschrank oder Jackenschrank oder wie auch immer. Ein Kleiderschrank. Genau. Und hier ist der Kochbereich und die Oberschränke sind auch alles normale Größe. Ja. Nicht schlecht. Halle 2, Messe Freiburg. So macht es einen guten Eindruck, ja. Ja, Kühlschrank ist ein bisschen klein, finde ich. Ist ein wenig sehr schmal. Aber ein Tod muss man anscheinend immer sterben. Ne? Dafür gibt es ja Gefriertruhe. Ja, eine Gefriertruhe. Und da oben gibt es noch ein Alkovenbett mit Aussicht, weil Fenster ist auch da. Ja, das sollte man auch haben. Kommt her, Rollerteam. Ist jetzt einfach nur ein Kurzblick. Alle zwei, Messe Freiburg. Die Messegröße bleibt, die Fahrzeuge werden größer. Wie wir das letzte Mal da waren, stand hier an der gleichen Stelle auch ein Voyageur. Oder wie es sich ausspricht. Aber auch der ist gewachsen, nämlich jetzt mit Doppelachse. Und Ossi, Doppelachse. Sowas wollen wir nicht. Nee, wir wollen. So, dann haben wir in der Halle 3 auch KB. Also wer sich dafür interessiert, wir haben uns schon mal ein Fahrzeug angeschaut und auch alles mit Doppelachse, was unsere Länge ist, und Doppelachse wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wir auch nicht.
Also, dann schauen wir doch mal ums Eck rum, weil da ist der Camper Talk. Camper Talk, vielleicht, genau. Und da schauen wir mal hin, was da so geschwätzt wird. Vielleicht treffen wir einen Influencer. Mal schauen. Nur nicht dort, weil wenn Hartmut Konrad mal einen Platz aufgenommen und gefilmt hat. Ursi und Henning. Hallo. Herzlich willkommen. Können wir kurz einen Applaus für unsere Ursi und den lieben Henning machen? Vor allem hier live, halb live auf Sendung, oder? Ja, genau. Schön, dass ihr da seid. Seid ihr kamerascheu? Ja. Okay, machen wir aus. Und die Hümergrube ist auch vertreten. Mit etlichen Fahrzeugen. Schau mal, da ist einer, der schaut so ähnlich aus wie unserer. Den erkenne ich am Spiegel. Hat nur vorne den Stand. Und das ist das, was Hümer noch machen sollte. Ein bisschen eine Motorhaube. Hier ist der Stand. Und hier ist das Fahrzeug. Und erkennbar an dem Spiegel, der wirklich richtig gut ist. Ja, Ossi, so spiegeln sie gut. Ja, ich denke, ich meine, du bist der Fahrer, du musst das eher beurteilen können als ich. Mit Zusatzschloss verbaut. Das kann man hier gleich serienmäßig, also nicht serienmäßig, gegen Aufpreis mit einbauen lassen. Und hier ist der Drehknopf. Das ist die B-Klasse MC Wildline 55. Und man sieht schon, der Preis bei Länge 6,99 sind wir hier schon bei 160.000 Euro. Ja, so wie der hier dasteht, ja. Ja. Mhm. Kann man mal reinschauen, was ich? Jo. Vorbildlicherweise ziehe ich natürlich wieder meinen Rucksack aus. Zumal man da hier so nett aufgefordert wird. So, und da sitzen wir jetzt im Mercedes-Cockpit und da kommen die Ursi dazu. Ja, und was mir halt wieder das Schmunzeln ins Gesicht zaubert, das sind natürlich wieder diese vielen Flaschenhalter. Ja. Ja, also das ist schon wichtig. Ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, dass das wichtig ist. Wie viele haben wir jetzt hier im Fahrzeug? Ich meine, das hier sind sogar weniger, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Sind auch wieder 10, oder? 10. Darf man damit zurechtkommen, Ossi? Nö, wir nicht. Also wir haben ja einige Zuschriften bekommen, was ihr da alles reinmacht. Also von Blumenvasen über Stifte und Krimskramszeug. Das ist alles nicht mein Fall. Also uns wäre ein normales Kästle das Liebste. Ja. Aber vielleicht lernen es die Hersteller auch, dass keiner 10 Trinkflaschen braucht. Ja. Und schon gar keine 15. Wie viel haben wir im letzten Fahrzeug gezählt? Ich glaube auch das Gleiche. Das Gleiche, okay. Mhm. Also braucht kein Mensch und da sollte man schon ein kundenfreundlicher damit umgehen. Zumal der Platz ja wirklich tot ist und man könnte da sicherlich Besseres damit anfangen, als wie mit Flaschenhalter. Ja. Also das ist die B-Klasse von Hümer mit 6,99 Meter. Man muss erst einmal sagen, der Fernseher hier, das halte ich ein bisschen für umständlich. Wer braucht so einen großen Fernseher und den muss man jedes Mal querstellen, wenn man wegmacht. Aber okay, muss jeder wissen, wie er will. Dann hinten ein Querbett, das ist nicht so unser Fall. Aber dafür spart man sich halt ein paar Zentimeter, das ist natürlich schon klar. Es ist breit, also von daher. Ja. Es ist halt nur, wenn jemand nachts raus muss und dann über der andere drüber krabbeln. Schau mal, was ist da für ein Kühlschrank? Den habe ich doch gar nicht gesehen. Ein hoher, schmaler, wie es aussieht. Aha. Schmal, und ja, mit integriertem Gefrierfach. Gefrierfach. Gefrierbox, ja. Ja, ist ein schmal, hoch, schmal, ob da jetzt mehr oder weniger reingeht. Was ich immer sehen. Schätze, das ist dieser zweite Ausguss. Ja, genau. Das habe ich jetzt auf den Blick gesehen. Und das ist so praktisch und ich kann es nicht nachvollziehen, weshalb das andere Hersteller nicht machen. Es braucht nämlich auch nicht mehr Platz. Total praktisch. Ja. Und so das finde ich wirklich toll, dass das Hümer hat. Leider nicht andere. Drei Flamme Gasherd ist da das übliche halt, ja. Mhm. Jo.
Barkasch gesagt, oder? Ja, hast du da schon was gesagt? Nur die Kamera, nein. Aha, nur okay. Du hast was gesagt. Ah, okay. Also hier, Bad ist in einem. Das ist die Dusche mit der Toilette. Aber ich finde, das ist groß genug und aus meiner Sicht reicht es aus. Und was auch bei Hümerduschen immer sehr schön ist, die haben viele Ablagefläche. Gefällt mir persönlich einfach gut und das bemängle ich bei manch anderem Aussteller halt einfach. So, ja. So ist es halt. Manches ist toll an Hümer und manches ist nicht so toll. Wer schon mal ein Video von uns gesehen hat, der hat dann auch gesehen, was wir nicht so toll finden. Und das hat sich wahrscheinlich nicht geändert. Ende der Fahnenstange, also das geht mittlerweile, geht die Tür nicht einmal mehr 90 Grad auf. Wenn man sieht, da ist auch nur Platz. Also statt dass Hümer das etwas großzügiger regelt, macht es noch enger. Das einzig Gute ist die Größe von der Garage und dass hier schon ganz schön viele Fächer eingebaut sind. Ja, das ist eine tolle Sache. Das ist echt nicht schlecht, ja. Aber warum man die Tür so macht, ja, also da, dass da noch das ganze Eck weg ist. Ja, und wenn jetzt einer meint, was ist das hier für ein Problem? Das Problem ist ganz einfach, wenn da Fahrradständer drin sind und man muss die Fahrräder ein- und ausräumen, dann kann das etwas sehr eng hier werden, weil genau diese Ecke hier, man kann nicht richtig hinstehen. Und wenn man hier was stehen hat, und hier will man was rausnehmen, dann muss man das entweder drüber heben oder man muss das erst wegbauen. Also es macht keinen Sinn, es gibt keinen vernünftigen Grund, so eine Tür zu bauen. Wir sind halt sehr, sehr unzufrieden, wie Hümer Garagen bauen. Ja, wir leben jetzt seit 6 Jahren mit so einer Tür, mit einer besseren Tür. Eine bessere. Und sind eigentlich, das ist das größte Manko mit an unserem Fahrzeug. Ja, genau, leider. Und weil wir noch nicht genug zum Aussetzen gehabt haben, kommen wir natürlich nochmal zu der Fronthaube, die bei einem Mercedes-Motor, wir haben es jetzt gezeigt, so breit ist der Motor. Und bei dieser Haube ist natürlich die Frontscheibe dann extrem weit vom Lenkrad weg. Und das sehen wir einfach als Nachteil. Für wen es kein Problem ist, ist ja okay. Wir sagen ja nur unsere Meinung. Genau. So, und das war's aus der Halle 3. Ja. Jetzt gehen wir in die Halle 4. Oh, genau. Jeden Tag von 13 bis 15 Uhr. Da könnt ihr uns hier an diesem Stand treffen. Elektro. Halle 4. Und jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen was von der Halle 4, weil das ist nämlich die Zubehörabteilung. Ja, da gibt es jede Menge Zubehör. Hallo Helle. Hallo. Ja, und dann gibt es Stände, da will man sich kundig machen und dann ist nie jemand am Platz. Hier stehen wir jetzt bei der Keramikversiegelung und kein Mensch kann uns beraten. Oder kennen Sie sich da aus? So richtig kann ich euch da nicht beraten. Ich kann nur einen Erfahrungsbericht sagen. Und da lautet, es lässt sich viel leichter putzen. Na also, das langt. Und nachdem wir schon gemacht haben, kaufen wir ja eh nichts mehr. Können wir weitergehen. Genau so ist es. Unser Lieblingsstand ist das hier. Und warum ist es unser Lieblingsstand, Ursi? Weil die immer so laut die Türe zumachen und hier bei der Firma Ascht gäbe es diese tolle Zuziehhilfe. Liebe Kastenwagenfahrer, schaut mal bei der Firma Ascht vorbei. Genau. So geht's, wir kennen es auch anders. Wir können auch reisen. Thank you.
Alles ist heiß. Die Fußsohlen glühen. Heute haben wir einen ganz schön heißen Tag erwischt. Die Luft ist heiß, im Gustl ist heiß. Müssen wir erstmal ein bisschen durchlüften. Aber es war ein interessanter Tag. Ja, weil, und ich hoffe, wir haben ein heißes Video gemacht. Die Messe in Freiburg ist klein, aber fein. Da findet sich eigentlich für jeden irgendetwas. Ja, auch wir sind hier sehr gerne. Hier sind wir schon das zweite Mal. Ja. Und wir sind sehr gerne und es war ein toller Messetag. Und jetzt verabschieden wir uns für den heutigen Tag, oder? Ja, genau. Wir hoffen, der kleine Rundgang hat euch gefallen, war ein bisschen Interessantes dabei. Wir haben das Material noch nicht gesehen. Wir hoffen, dass was Gescheites dabei rausgekommen ist. Wir sind noch hier bis einschließlich Sonntag und jeden Tag von 13 bis 15 Uhr stehen wir am Stand von Remectro in der Halle 4. Also wenn ihr uns treffen wollt, dann habt ihr hier eine Möglichkeit. Wir würden uns freuen. Auch heute bedanken wir uns nochmal bei allen, die da gewesen sind. Ja. War sehr nett, dass ihr da gewesen seid. Und wir freuen uns, wenn wir noch welche von euch treffen. Von euch da draußen. Oder da drinnen. Wir sind ja in der Kamera, oder? Ja. Egal wie auch immer, wir sind bei Remectro. Ja, genau, da trefft er uns. Oder halt auch so auf der Messe, wenn wir da wieder durchschlendern. Genau. Also, in dem Sinn... Macht's gut. Der Tag ist vorbei und tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Tschüss.